geht's dir? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das sehe ich, das glaube ich dir. Es ist merkwürdig. Ich spüre so viel Energie, so viel. Ich habe so viel Wut. Entschuldige, das sehe ich. Ich sehe, dass du nicht hier sein willst. Ich sehe, dass du Angst hast. Ich sehe, dass du nicht weißt, was mit dir los ist. Ich sehe, dass du niemandem wehtun willst. Wir kriegen das hin. Aber freies Schussfeld, bin bereit. Sie sollen nicht mehr auf mich schießen. Tun sie nicht. Hey Leute, das ist mein Kumpel Max. Ich habe euch von Max erzählt. Niemand schießt auf Max. Du und ich, wir beide, wir reden. Oh, bleib wo du bist. Bleib da. Sei vorsichtig. Das Gitter da, wegen der Elektrizität. Du musst... Ich warte nur. Ich wollte doch nur, dass alle mich sehen. Bei der kleinsten Bewegung, Feuer frei. Wie wär's, wenn du mit mir kommst? Okay. Wir gehen irgendwo hin und reden. Weg von den ganzen Leuten, okay? Ja, ja. Weißt du, als mein Vater mich weggeschickt hat, habe ich versucht, alles hier zu vergessen. Hast du wohl mit dazugehört? Du musst mir nichts erklären, Mann. Wir wurden beide abserviert. Hast du je rausgefunden, warum deine Eltern abgehauen sind? Mein Dad hat mir nur eine Aktentasche hinterlassen. Das ist alles, was ich habe, eine Aktentasche voll Schrott. Was soll's, ich versuche nicht mehr drüber nachzudenken. Und wie ist das? Kriegst du das hin? Aber sicher doch. Starker Arm. Ja, das Handgelenk. Locker aus dem Handgelenk. Jeden Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich einem begegne, dessen Power ich nicht gewachsen bin. Entschuldige meine Verspätung. Voll krasser Verkehrsstau. Hatte dein Stau irgendwas damit zu tun, dass, keine Ahnung, mit Maschinengewehren auf dich geschossen wurde? Ja, ja, genau das wollte ich damit sagen. Das meinte ich. Peter Parker. Harry Osborn. Das wird dich interessieren. Oscorp hat dich observieren lassen. Wieso? Genau, das ist die Frage des Tages. Du verheimlichst mir was, Tante May. Du weißt doch, Geheimnisse haben ihren Preis. Die Wahrheit aber auch. Mein Name ist Richard Parker. Ich habe entdeckt, wofür Oscorp meine Forschungen benutzen wollte. Ich trage die Verantwortung, die Welt davor zu beschützen, wozu diese Leute fähig sind. Was ist das alles? Die Zukunft. Wir können die Welt im wahrsten Sinne verändern. Was ist mit Peter? Nicht jeder hat ein Happy End. Das ist mächtiger als du, Peter. Ich habe mich entschieden. Das ist mein Weg. Schon bald weiß jeder in dieser Stadt, wie es ist, in einer Welt zu leben. Ohne Power. Ohne Mitleid. Ohne Spider-Man.